Heute im Test die Victory-Fontäne, die Fontäne für unbeugsame Sieger von Kometfeuerwerk. Das knallt richtig. Schauen wir uns mal Rückseite an. Hersteller SL, Import logischerweise über Komet. Ansonsten hier das Ganze eingestuft in die Kategorie 2, noch mit der P2 BAM-Nummer. Und zwar ist das die BAM P22554. Angaben zur NEM bzw. zum Bruttogewicht selbst auf der Fontäne leider gar nicht zu finden. Würde ich sagen, schauen wir uns den Spaß mal an. Mehr Schein als Sein. Kleine, dünne Ranzfontäne. Von der Bauart her ähnlich wie Keller Zauberflöte. Weiß aber gar nicht, ob das eine Pfeilfontäne ist. Ich glaube, die ist mit Crackling, soweit ich weiß. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall unten ein Standfuß und so eine kleine, dünne. So ein kleiner dünner Zylinder hier ist definitiv nichts Besonderes. Würde ich sagen, schauen wir das Teil uns einfach mal an. So, jetzt die Victory-Fontäne von Kometfeuerwerk. Ja, nichts anderes als ein großer Knatterfritze. Also eigentlich wirklich totaler Rotz. Wenn ihr die irgendwo einzeln seht, kauft sie euch nicht. Meistens habt ihr die eigentlich immer nur in Sortimente drin.